Statistik zeigt's dem Kenner. Es gibt mehr Weibsbilder als Männer. Darum rat ich allen Frauen, sich bei Zeiten umzuschauen. Aber bitte sich begnügen, ja, es kann nicht jeden Schönsten kriegen. Schauen Sie nicht so wählerisch, nur nach dem, der jung und frisch. Nehmen Sie einen Alten, so einen Alten, wohlbestallten, einen Beamten mit Pension, sehr begehrt ist die Person. Nehmen Sie einen Alten, haben Sie ihn etwas aufgefrischt, ist er besser auf wie ein Junger und stets besser als wie nischt. Ist so ein Mann auch kein Adonis, wenn's nur bloß ne Mannsperson ist, ging die Schönheit auch perdu. Umso mehr schaut man auf sie, hat er auch vielleicht ne Glatze, einer kriegt sie, einer hat sie, oder hat dann Doppelkinn, gut, dann greift man doppelt hin. Nehmen Sie einen Alten, hat er auch schon ein paar Falten, die sind bloß am Kopf zu sehen, das andere ist vielleicht sehr schön. Nehmen Sie einen Alten, ist er auch schon dick und breit, einen Jungen müssen Sie erst füttern und den haben Sie schon so weit. Es kommt noch schlimmer. Ein Junger lässt sich schwer bezwingen, wenn sie den Pantoffel schwingen. Ein Alter gibt ihnen's Portemonnaie, der macht die Betten, kocht Kaffee. Ein Junger küsst zwar heiß und mächtig, doch ein Alter küsst bedächtig. Was ihm fehlt an Temperament, das ersetzt er durch Talent. Nehmen Sie einen Alten, der versteht gut auszuhalten. Ein Junger küsst voll unbedacht, oft und schnell, drum geben Sie Acht. Nehmen Sie einen Alten, der geht weniger aus sich raus, küsst nicht oft, doch dauert länger, dadurch gleicht sich's wieder aus. Nehmen Sie einen Alten, der ist froh, wenn Sie ihn behalten, der ist treu in Ewigkeit, wird immer treuer mit der Zeit. Nehmen Sie einen Alten, der küsst voller Liebeskrawall, denn er denkt bei jedem Kusse, Liebeskrawall, es ist vielleicht das letzte Mal.